Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich habe schon wieder den Spruch vom Chor geklaut, aber das macht nichts, weil es geht ja hier darum, dass wir Portal 2 spielen und zwar nicht alleine, sondern zu zweit, nicht wahr? Ja. Relativ einsam sozusagen und wir haben, wie ihr seht, bin ich jetzt schon wieder hier in diesem tollen Raum, wo hier der Schleim rauskommt und da drüben, das hatten wir alles schon im letzten Part. So weit, so gut. Und jetzt war es so, dass dieser nette Adrette, der hier direkt vor mir hinter der Scheibe steht und so ganz toll zwinkert, dass der Chor LP100 den geistigen Wahnwitz hatte und einfach mal da hinten um die Ecke geguckt hat. Und da hat er Folgendes entdeckt. Achtung, ich gehe da mal hin. Hallo übrigens von mir auch. Warum machen wir uns um diese Wand, ich mache das jetzt dramatisch, ein Gedanken, wenn wir einfach drüber hüpfen können? Aha. Er lacht wie ein Mädchen. Ach, ich find's schön. Dang. Freude ist da, wie gesagt, kommt jetzt das Tor hin. Er springt jetzt hier hinüber. Yes, ist happy. Ist es nicht einfach. Ich könnte abkacken. Und damit, genau. Ja, so wie er gestern gesagt hat. Coral P. On the ass. To the grass. Wo ist er? So, hinter dir war er gerade. Boah, ich hab ihn gefangen. Sehr schön. Oh mein Gott, der springt! Nein! Verdammt! Bong! Ah, guck mal, der ist gleich wieder. Gut. Ja, aber jetzt mal eine berechtigte Frage. Wie bringen wir den Würfel denn da hoch? Weil da ist ja die Mauer. Welche Mauer? Ach so, doch, einer von uns muss erst vorgehen und muss die. Ah, genau, du hast sie schon ausgeschaltet. Genau, das war jetzt das, was mich vor ein Rätsel gestellt hat. Und jetzt müssen wir es schaffen, diesen Würfel dort hochzubringen zum Abspülen. Weil hier kann man jetzt nicht einfach reinlegen, habe ich das dumme Gefühl. Kannst ja mal versuchen. Was passiert, wenn ich den hier... Dann ist er vielleicht gegrillt? Nee. Ah, okay. Stopp. Ich sehe nix. Macht nix. Schwupp. Schön, gut. Großes Kino. Huch. Oh mein Gott. Ich lebe die Grobmotorik. So. So. Jetzt mach mal hier hoch und so. Jetzt kannst du den Schleuderer machen, oder? Ja, ich glaube schon. Hm? Jetzt kannst du aber erstmal hier, kannst du Dings rausnehmen und so. Also weg da. Lass mich hochfahren. Ah. Okay. Gehe ich jetzt direkt rüber? Warte, ich tu dir mal einen Gefallen. Nein, stopp. Ach nee, mach ich nicht. Nee, du musst jetzt ein Loch auf den Boden und ein Loch in die Schräge. Und dann müsste der Schwung reichen, dass du da hoch. Die Schräge ist falsch, weil dann komme ich darüber und dort ist eine Wand. Das genau. Heißt, ich habe da nicht viel gewonnen. Aber ich müsste dort rüber. Und das Zeug einschalten. Du müsstest mir dort an der Wand. Ja. Genau, oben, da müsstest du mir was hinklatschen. Achso, ich musste die Tore jetzt bauen, kann das sein? Kannst du den Edge vorsichtig ablegen? Nee. Vielleicht da hinten in der Ecke. Da so, da so. Meinst du, da überlebt der? Ich hab keine Ahnung. Oh Gott, warte. Bong, bong, bong. Huch! Sehr gut. Okay. Was machst du? Ach so, da hast du gleich. Das ist ja super. Kannst du reinspringen, ja. Ja, ich mach das schon. Butsch. So, sehr gut. Kannst du da was einschalten? Ja, Wasser. Ja, und damit müssen wir abspülen. Richtig. Dumm nur. Ah, warte mal. Nee. Ja. Da oben ist eine weiße Fläche. Aber was bringt die dir? Ich könnte den ja die nicht. Huch! Bin ich blöd. Achso, nee, bin ich nicht. Spritz das raus. Ja! Yay! Der Würfel ist sauber. Na Gott sei Dank. Mann, das ist ein epischer Moment. Wir haben die Extra-Mission geschafft. Jetzt muss ich noch zu dir rüberkommen. Ich bin runtergesprungen. Oh, oh. Danke. Bitte. Bitte oben? Ja, ich bin oben. Setz den Würfel in. Aber wie kommst du jetzt trotzdemerweise dann da auch hin? Wenn ich da jetzt gleich mich rüberschleudere. Stopp, warte. Ach so, nee, warte, ich kann dir doch dann von da drüben helfen. Ich kann doch die Portals weiterbauen. Ist ja überhaupt kein Akt. Was kann da? Warte. Was kann da? So,
Und jetzt kannst doch du theoretisch. Geh mal in mein Loch rein, in mein gelbes. Vorsichtig. Ja, hallo? Ein Stück. Nein! Nochmal. Geh durch! Verdammt, du musst von da oben. Verdammt! Ja. Warum ist hier so ein Ding? Weiß ich nicht. Mann, ey, da ist man so kurz davor und denkt, boah, wir sind die Kings und dann zeigt dir das Spiel wieder mal einen Mittelfinger. Ja, aber gewaltig. Ach, na klar, ich weiß, warum da das Ding ist. Warum? Du musst den Würfel von da oben in ein Loch fallen lassen, dass der aus dem Loch hier wieder rausfällt und sich in das Ding reinlegt. Und so kannst du trotzdem noch den... Ja! Leg den Würfel in den Laser rein und lass dich hochfahren. Leg den mal in den Laser rein. So. Jetzt gehst du hoch auf die Plattform. Ich hab dir doch schon Löcher gemacht, Dude. Ich, machst du dir ich mag nur meine Löcher. Ja. So. Und jetzt baue ich dir mal hier und hier. Obwohl, nee, machen wir mal lieber hier. Und jetzt machst du mit deinen Löchern, genau, dass er da wieder reinfallen kann. Oh. Psst. Yay! Imba Boss-like? Imba Boss-like? Ja. Aber vollends. Wesk! Meine Friseuse war das. Tricky. Denkt daran, ihr seid tödlich. Nirgendwo hin. Sie hat das Licht ausgemacht. Nachtsicht aktivieren. Sie hat das Licht oh mein Gott, wie sie voll abgeht. Deaktivieren, deaktivieren. Das ist so gut. Das ist so gut. Night Vision, Night Vision. Ach du Kacke. Leck mich fett, da drüben ist auch was. Wo sind wir hier? Wir müssen uns hier hochkämpfen, siehst du? Aber hier haben wir jetzt keine weiße Fläche mehr. Wir sind hier falsch. Dicker! Beweg dich, Dicker! Du dicker Berlin-Mensch! Alter! Ach fuck, von hier sehe ich nichts mehr. Ah fuck! Wo bist du? Yes! Hier unten! Hier oben! Alter! Brutale Verwirrung! Brutale Verwirrung! So? Warte mal, jetzt. Und jetzt? Da hinten scheint der Ausgang zu sein. Wir wissen also jetzt. Seh nix. Hier ist nix. Oh, Alter, bist da du fett. Du schaffst es echt überall zu blocken. Warte mal. Ja. Mach doch mal. Warte mal, komm doch mal her. Lass dir doch mal was zeigen. Zur Ausnahme. Du musst dich da wieder hinstellen und musst hier an dieser Wand. Musst du ein Tor aufmachen. Hallo? Ja? Hast du schon aufgemacht? So. Ach so. Und jetzt musst du auch, hier, guck mal in meine Sicht. So. Okay, ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Achtung. Bin drüben. Ciao. Drin gehauen. Ach fuck, geht nicht. Hier ist eine Kamera, die will uns beide. Aber jetzt kann ich dir ja das aufmachen. Warte, ich ebne dir jetzt deinen Weg. Geh durch. Und da. Nein. Ja. Oh, vorschleicht. Ist ich vielleicht da lang? Ich den Spruch. Liebe ihn. So. Jawohl. Steigern wir die Hallo. Moral und geben unserer Elite-Truppe hier einen Codenamen. Benennen Elite wir sie doch Squadron. Nach eurer Spezialität. Die ständig in Säure fallende Spezialeinheit. Damit ist die Motivationsansprache beendet. Schnappt sie euch. Wie? Oh! Zwischensequenz, ich halte es nicht aus. Hallo? Pass auf, jetzt kommt erst der wirkliche Teil 2 der Extra-Mission. Bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Oh mein Gott. Bum, bum. Jetzt kommt ein Bossfight. Bum, bum. Du bist Tank! Mein Gott.
Der Vogel lauft. Dafür habe ich keinen Plan. Abbrechen. Vergesst das Training. Lauft. Oh mein Gott. Was macht ihr da? Warum lauft ihr nicht? Zurück. Sie hat jetzt die Kontrolle. Ihr seid keine Tötungsmaschinen. Das war gelogen. Lauft. Ah. Oh Gott. Abbrechen. Mission abbrechen. Rückzug. 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 Ich habe euch gewarnt. Mission abbrechen. Rückzug. Oh nein. Wir haben verloren. Es ist aus. Oh, das war knapp. Gut gemacht. Tötungsmaschinen. Wisst ihr, beim Vertreiben des Vogels aus der Anlage habe ich eben eine wichtige... Oh mein Gott, sie brütet eine Klonarmee aus. Zerstört sie, zerstört sie und tretet sie kaputt und... Und wartet. Ich weiß etwas Besseres. Herzlich willkommen in der ornithologischen Brutstation von Aperture Science. Man hat euch im Stich gelassen, weil ihr wertlos seid. Wertlose, ungeliebte Vögel mit fetten, hässlichen Schnäbeln. Ich bin wirklich beeindruckt, dass diese riesigen Schnäbel in so winzigen Eiern Platz hatten. Ja, ich spreche mit dir, du Großschnabel, du Matschbirne. Oh! Nein, das Schlimme ist, die denken, das ist ihre Mutter. Oder? Seht sie die fette Maschine hat Angst vor Vögeln. Die Vogelaugen, die Klauen. Die messerscharfen Schnäbel. Ihr seid ja richtige kleine Tötungsmaschinen. Ja. Alter. Schlaft jetzt, meine kleinen Killer. Morgen habt ihr einen anstrengenden Tag. Jetzt sind die Testpersonen quasi. Was zum Henker war das? Was war das jetzt? Ich hab keine Ahnung. War das das Ende? Nee. Wir haben ja noch die Testkammer 5. Eigentlich schon. Oder gab es keine 5? Und wir doch, haben es gab die 5. Ich habe sie gesehen, bevor wir zu den Special-Missionen gelaufen sind. Ach so, okay. Ladezeiten des Ladezeitetums. Okay. Ne. Es sind gegenwärtig alle Tests verfügbar. Schau hier, da oben ist die 5. Okay. Warte mal kurz. Ich will mal schnell was gucken. 2 Minuten 26 des Glücks. Okay. Wollen wir da jetzt noch davon? Das heißt, also ich würde vorschlagen, dass wir uns die 5 in völliger Gänze morgen geben. Yay! Richtig. Die kann ja jetzt quasi unmöglich so schwer werden wie das, was wir jetzt gemacht haben. Nee, also das war jetzt Hammer. Die Creme de la Creme für mich. Geil. Also bis, zumindest von dem, was wir bisher gemacht haben durften. Ja. Und ich bin immer noch so ein bisschen geflasht. Und was ich nicht einsortieren kann, was ich nicht einordnen kann, ist diese Zwischensequenz gerade. Schon geil. Das weiß ich nicht, was das war. Also sie hat die kleinen Vögel auf jeden Fall zu Testsubjekten jetzt gemacht. Die will jetzt ja, das ist richtig. Ja. Und das sind jetzt auch Killer-Machines. So wie du halt eiskalt losgeschlichen bist und hast dich dem Vogel gestellt. Ja. Vogelkochen bist du. Ich bin furchtlos. Ja, es war geil, sehr unterhaltsam. Ich bin froh, dass wir aus Jux und Tollerei da hinten in diese schöne Wand reingelaufen sind. Das waren die Special-Missionen. Die haben wir damals völlig übersehen, ich und mein Kollege. Aber das war das Unterhaltsamste am ganzen Koop. Echt. Halleluja. Ja. Da könnte ich echt noch einige von spielen. Das war die Krönung. Stand jetzt. Aber wir haben ja noch ein folgenschweres Portal da oben. Huch. Warum ist das jetzt markiert? Okay, naja, muss ich nicht sehen. Verstehen meine ich. Und, was ist denn das? Gibt's vielleicht da oben noch was? Nee, wa? Keine Ahnung. Wie er nach vorne schnellt. Unglaublich, ja. Gut, also bevor wir noch länger irgendwie lang hinschweigen und dem Vergangenen frönen, wie toll das doch gewesen ist, sage ich erstmal danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, morgen Special Stage Nummer 5. Wir sind, glaube ich, hier auf dem Game, auf der finalen Street, auf der Zielgeraden, wollte ich gerade sagen. Und
Ich finde es immer noch fantastisch. Und was sagt der Coral P? Ich finde es auch fantastisch. Gerade jetzt, wie gesagt, die Nebenmission saugeil. Schade, dass ich jetzt eigentlich weiß, dass es, obwohl wir brauchen ja nicht zu große Töne spucken, wir werden dann wieder hängen bleiben, dass ich weiß, dass jetzt nicht noch so völlig durchdachte, alles beinhaltende Rätsel folgen. Aber ich glaube, diesen fünften Part, den reißen wir jetzt noch ab. Und dann haben wir doch gezeigt, wie wir dieses Spiel von vorne bis hinten hundertprozentig dominiert haben, oder? Jawohl. Na dann. Siehst du, und just in der Sekunde vibriert es bei mir wieder. Super. In dem Sinne, danke fürs Einschalten. Daumen nach oben nicht vergessen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Tschüss.